Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen weitergehen. Ja. Und sind jetzt zusammen mit Zwirrfinst unterwegs. Ich wollte weiter Lobklinge fixieren und, Irrlicht. Irrlicht ist unnötig, oder? Was ist Irrlicht nochmal? Ja, in dem Brandstatus, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Könnte vielleicht in den einen oder anderen Situationen relativ nützlich sein. Aber egal. Egal. Hallo Sonfehl. Ja, wir besiegen erstmal Onix und danach Sonfehl. Weil, genau, das habe ich erhofft, dass Zwölfwinds über die Ecke angreift. Ich weiß gar nicht, ob er das auch kann. Mann! Ey, also. Ich sitze aber ein bisschen übertrieben, ne? Ich sitze aber echt so ein bisschen übertrieben. Zwei Fallen direkt nebeneinander. Eieieiei. Zwölfwinds kann über Wände laufen, das ist das einzig Positive. Ein Kraftband ist auf. Oh, Kraftband nehme ich gerne mit gleich. Bewegungsunfähig. Und ich kann halt nichts. Danke, jetzt kann ich angreifen. Yeah. Na, ja, die Poke will ich mitnehmen. Okay. Dass da ein Pokémon war, habe ich jetzt nicht gesehen. Komm mal wieder zurück, Zwirrfinst. Wo ist er hin? Ach, da, er war außerhalb der Map. Hallo, Zwirrfinst. Oh, meine Güte. Was ist mit dem Kraftband? Irgendwer hat doch. Oh. Schön. Zwirrfinst kriegt das Kraftband. Und ich nehme das Persimband. Kein Bock auf Verwirrungen. Ich hasse Verwirrung. Seit dem letzten Part. Noch mehr als sonst schon. Ich habe einfach auch irgendwie nie Glück, dass bei mir die Verwirrung irgendwie bewirkt, dass ich trotzdem normal angreifen kann. Auch bei normalen Pokémon-Spielen. Das, ach, nee. Das Glück habe ich so gut wie nie. Stimmt, hier müssen wir. Genau, gegen Ninjaton muss man eine Attacke einsetzen, die effektiv ist. Oder Wurfgeschosse. Soweit ich das jetzt noch weiß. Weil sonst erleidet Ninjaton keinen Schaden. Und um Ninjaton ein normalen Pokémon-Spiel zu bekommen, also in Saphir und Smaragd, glaube ich, war das so, dass ihr einen Pokéball im Inventar haben müsst. Der letzte Platz muss frei sein. Also ihr müsst 5 Pokémon, glaube ich, dabei haben. Und der letzte Platz muss frei sein halt. Und Ninjask an erst. Nee, also Ninkada an erster Stelle. Und dann entwickelt ihr es zu Ninjask und bekommt gleichzeitig ein Ninjaton. Irgendwie so war das, glaube ich. Anscheinend ist dem noch nicht angekommen. Auf. Ich muss diese von Meister Jäger berichten. Raptain. Meister Zwölfwinds. Ich habe deine Frage. Entschuldige, aber du musst mit mir kommen. Yeah! Was wollte ich hinsetzen hier? Mensch. Jetzt quetschen sie Zwölfwinds, wie es aussieht, aus. Hey, sag mal. Ihr seid nicht mehr nur hinter mir. Ihr greift jetzt auch Zwölfwinds an, nicht wahr? Wie kommt das? Weil. Du bist denn zu Beerus. Folgst du meinen Befehlen etwa nicht mehr? Erinnere dich. Du weißt doch, was passiert, wenn ich nicht zufrieden bin. Ich rede ja schon. Wir wollen das doch gar nicht ehrlich. Meister Zwölfwinds angreifen. Es ist nur. Ich sage die Wahrheit, bitte glaub mir. Warum dann der Angriff? Es wurde uns befohlen. Wir hatten keine andere Wahl. Und wer hat es euch befohlen? Die Ablösung für Meister Zwölfwinds, der neue Gehilfe von Meister Jäger. Wie? Meine Ablösung? Ein neuer Gehilfe? Ja. Ist jetzt direkt ein Untergebener von Meister Jäger anstelle von dir, von Meister Zwölfwinds. Das auserwählte Pokémon ist sehr einfallsreich. Und dieses Pokémon wird als nächstes auf Zeitreise gehen. Es wird in die Vergangenheit geschickt. Einfallsreich? Ein Zeitreisender, der in die Vergangenheit geschickt wird?
Irgendwie kriege ich Reptains Stimme gerade nicht hin. Zwerfenst. Er hat euch also beauftragt, sagst du? Diese neue Gehilfe? Beauftragt, mich anzugreifen? Ja, Meister Zwerfenst hat versagt und wird nicht länger gebraucht. Daher wurde uns aufgetragen, ihn aus dem Weg zu räumen. Wir haben alle abgelehnt und gesagt, das können wir nicht tun, aber der Gehilfe hat es uns befohlen. Er sagte, es sei nicht seine Entscheidung. Es war ein direkter Befehl von Meister Dialga. Dieser Tölpel, Meister Dialga, mich aus dem Weg räumen? Nicht zu glauben, was für eine haarsträubende Geschichte. Sag mir, Tobias, dieser neue Gehilfe, wer ist das überhaupt? Ja, das ist etwas, was ich nicht sagen darf. Entschuldigt, aber ich habe schon viel zu viel verraten. Das hast du dir so gedacht. Wird's bald. Raus mit der Sprache. Das geht wirklich nicht. Würde ich es euch verraten. Ich weiß nicht, was mit uns passieren würde. Darum bitte zwingt mich nicht, das euch zu verraten. Sowas aber auch. Als Würfelns hat um Kraft, ey. Meister Dialga möchte mich aus dem Weg räumen. Meister Dialga, mich. Zwerfitzt. Reptain. Ich weiß, was du gerade denkst. Du denkst, ich sei erbärmlich. Ich. Ja, mach schon. Tu dir keinen Zwang an und lach mich aus. Betrogen, aussortiert. Ja. Ob du nur lachst oder was auch immer du machst. Es ist mir egal, Zwerfinst. Dieser neue Gehilfe bereitet mir wirklich Sorgen. Ein erfolgreiches Pokémon als Zeitreisender. Was für ein Pokémon der Gehilfe wohl ist. Na, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Wir sollten uns wirklich beeilen, zum Zeitraum zu kommen. Der einzige Weg, der mir bleibt, ist, ich habe keine andere Wahl, als mich zum Zeitraum zu begeben. Herausfinden, ob mir Meister Dialga wirklich befohlen hat, mich aus dem Weg zu räumen. Ich muss Sicherheit erlangen. Ich muss auch zum Zeitraum. Ich muss wissen. Ich muss mehr über die Pläne von Meister Dialga in Erfahrung bringen. Auf geht's. Na, fürs Erste ist es eine gute Idee, an seiner Seite zu kämpfen. Aber dürfen denn Dialga noch immer sein Meister? Daran hat sich nichts geändert. Wenn wir nur zum Zweiturm auf Dialga treffen, Zwerfens könnte eventuell wieder auf die Seite von Dialga wechseln. Dann müsste ich es alleine mit Dialga und Zwerfens aufnehmen. Ach, nicht nur mit denen. Da wäre dann noch der neue Gehilfe von Dialga. Da müsste ich drei Gegner auf einmal bekämpfen. Kann ich es schaffen? All diese Feinde, ganz allein? Weiß ich nicht. Was ist los mit dir? Hast du es dir anders überlegt? Ja, wenn die Zeit gekommen ist, ich werde vorbereitet sein. Ich habe mich entschieden. Ich muss mich nur noch kurz motivieren. Auf geht's. Habe ich die richtige Stimme von Red Jane? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn so gesprochen habe. Scheiße, ey. Es tut mir leid. Da sind wir. Dies ist der Eingang zum Zeitturm. Ja, der Zeitturm. Jetzt wurde so, wo du es erwähnst. In der Vergangenheit sind Doki und Dragon auch. Sie sind auch dabei, den Zeitturm zu erklimmen. Hoffe ich doch. Doki, Dragon. Strengt euch an. Ich glaube an euch. Den Rest müsst ihr alleine schaffen. In dieser Welt werde ich alles geben, was ich kann. Zusammen für die Zukunft. Jo. Lagern. Georock, Brock, Maronbeere, Erstarorb und Köderorb. Das war's. Los geht's in den Zeitturm, Leute. Ach ja. Oh. Tschap, 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 tschum. Ach man, ey. Laubklinge ist schon eine ziemlich coole Attacke, finde ich. Und Zwirfens ist echt ganz schön stark eigentlich. Muss ich sagen, ja. Ist schon cool. Aber das Pokémon Zwirfens feiere ich auch total. Ich weiß nicht, ich mag es eigentlich. Zwirfens ist ein cooles Pokémon. Auf jeden Fall. Dim, 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 dim. Okay. Noch ein. Ich habe seinen Namen vergessen. Ach, komm schon. Bronzong. Okay. Schattenstoß schon. Ja, schön. Trifft. Okay. Ich mach mal lieber einen Absorber, damit ich wieder ein bisschen Leben habe. Schön. Nein. Oh, damn. Zack, zack, tschum. Ach ja. Laubklinge ist. Oh, ich liebe diese Attacke. Ist das dein Ernst? Zwerfenst, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Zwerfenst! Dein Ernst? Okay, dann gehe ich halt alleine weiter. Oh!
So viele Fallen! Ich hasse Fallen. Mann, dann auch noch Absorber. Ruckzucki hätte gerne verlieren können oder Schaufler oder so. Alle KP. AP. AP. Aber doch nicht Absorber. Absorber ist so wichtig. Hat mir schon in so vielen Momenten den Arsch gerettet. Mensch, 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 Mensch. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Eisendornen. Ist gar nicht mal so schlecht. Nehme ich gerne an. Eisendorn ist super. Könnte ich auch mal fixieren, ne? Habe ich ja noch gar nicht fixiert. Fixieren. Zack, da wäre noch ein Pokémon, aber egal. Egal, egal, egal. Jump, 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 chick. Yeah. Ach ja, herrlich. Mache ich mal einen Ruckzuckhieb. Okay, oder auch nicht. Mann, wieso gehen wieder meine ganzen Attacken heute daneben, ey? Was ist das? Ach, Mensch, Mensch, Mensch. So viele daneben gehende Attacken. Nee, ich will das Bronzong gerne noch besiegen. Gibt noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Dito hat Wandler eingesetzt, okay. Ey, heute haben wir Glück, was die Treppen jedenfalls angeht. Was die Fallen und die Attacken angeht, nicht unbedingt, aber was die Treppen angeht. Irgendwie. Ich wette, weil ich es jetzt gesagt habe, finden wir Ewigkeiten keine Treppen mehr. Ha. Komm, das schaffst du zu öffnen. Ja, easy. Ah, doch. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell die Treppe wiederfinden. Aber gut, schön. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dem, dem, dem. Ach ja, ach ja. Ah, aua. Das tut schon ein wenig weh. Aber egal, Zwölfenst regelt mit seinem Schattenstoß. Ich habe kein Schlaubklinge mehr, okay. Ja, es ist nicht so gut. Das ist definitiv nicht so gut. Aber egal. Zwölfenst regelt halt mit seinem Schattenstoß, Alter, ohne Witz. Es ist so stark. Ah, schöne Attacke. Schöne, schöne Attacke. Äpfel. Starorb. Ja, gut. Ah, wir sind in der Mitte des Dungeons. Schön, wir haben Absorber wieder. Geil. Ja, wir sind schon recht hoch. Die Spitze ist nicht mehr weit. Und dort. Dort muss sich Meister Dialga aufhalten. Hey, Reptane. Wirst du direkt zu kämpfen anfangen, sobald wir auf der Spitze sind? Ich weiß noch nicht, ob wir dann direkt danach... Ob es direkt danach sein wird. Aber bei der leisesten Ahnung von Ärger werde ich einschreiten. Könntest du mir davor etwas Zeit einräumen, mit Meister Dialga zu reden? Ich möchte die wahren Beweggründe von Meister Dialga erfahren. Auf keinen Fall. Wenn du erst mit Dialga sprichst, dann wirst du es wahrscheinlich die Seite wechseln und Dialga verteidigen. Darüber hinaus dürfte der neue Gehilfe auch da sein. Das wäre ein Kampf von drei gegen einen. Meine Gewinnchancen wären also verschwindend gering. Ich für meinen Teil. Ich habe nicht vor, mich mit dem neuen Gehilfen zu verbinden. Gut, ich werde auf der Spitze aber nicht an deiner Seite kämpfen. Nachdem du mit Meister Jäger gekämpft hast und nachdem du besiegt wurdest, ich werde schon ausreichend Zeit haben, mir Meister Jäger zu fragen. Ja, mach doch was immer du willst. Alles klar. Das heißt, wir haben nur zwei Gegner. Ja, nur zwei Gegner. Und Zwölfwinst ist Zuschauer. Ja, GG, ey. Okay, kriegen wir schon hin irgendwie, kriegen wir schon hin. Ich bin mal gespannt, irgendwie kommt mir das schon so kurz vor Ende vor, muss ich sagen. Obwohl wir halt... Och, dein Ernst. Komm jetzt her. Oh, was ist das denn? Ich mach mal einen Schaufler. Ja, er bewegt sich, ja, danke. Schön. Ey, das war Damage. Es kommt mir so vor, als wären wir schon wieder fast am Ende, aber in der im Internet stand bei der Bonus-Episode, dass die irgendwie 2,5 bis 3 Stunden dauert. Aber wir sind jetzt gerade im zweiten Part. Das heißt, wir haben gerade mal gleich 40 Minuten um. Irgendwie, ja, ich bin halt auch der Meinung, dass das mega lange dauert. Aber vielleicht habe ich damals auch nur Ewigkeiten gebraucht, um diese Bonus-Episode zu spielen oder so. Keine Ahnung. Oh, ich wollte schon sagen, Alter, bitte nicht auf 12 Finst. Weil sonst wäre der besiegt gewesen. Und ich glaube, wir haben keine Belebersamen, oder? Ich muss gleich mal nachgucken, ob wir Belebersamen haben. Ich bin nämlich der Meinung, nein. Aber ich kann mich natürlich auch irren.
Ne, wir haben keinen Belebersamen. Uiuiui, das wird... das wird schwer. Das wird schwer, wenn es gleich noch wirklich zu einem Kampf kommt. Aua! Sinelbeere. Vorsichtshalber, ne? Vorsichtshalber. Ich habe ja keinen Bock schließlich zu sterben. Alertoskop, okay. Giftstachel, nein. Gift. Gift ist so anstrengend. Aua. Wir machen einmal Absorber. Damit wir da ein bisschen mehr KP haben. Wir wollen ja schließlich echt nicht sterben. Und Gift. Man hat ja noch den Nachteil, dass wenn wir uns bewegen, wir keine KP mehr regenerieren. Aua. Okay. Okay, was mache ich denn? Warum? Okay, gut. Immerhin hat Zwiffens Belebersamen. Zwiffens, Instant One-Hit bei dem Hypno gemacht. Ich dachte gerade so, Alter, warum? Was ist denn mit mir? Warum? Och nee. Warum bewege ich mich denn so dumm nach rechts und nicht einfach einen Angriff auf Hypno? Ich glaube, ich hab gerade. Nee. Reden ist gerade wieder ein bisschen schwer. Hab ich das Gefühl. Eieiei. Dim, dim. Oh. Da oben ist ein Band und ist... Oh, schade, kein zweites Kraftband. Wäre auch ganz nett gewesen für den Kampf später. Aber naja. Ist ja... Wumpe. Dafür können wir nicht verwirrt werden. Und das ist schon definitiv sehr, sehr gut. Das will ich ungern angreifen. Irgendwie. Danke. Och, komm schon, Dein Ernst, Zwirfins. Musste das sein? Dann gehe ich halt doch hier lang. Stolperfalle. Och, komm. Kraftband. Warte mal. Spezialangriff. Macht doch viel mehr Sinn auf Zwölfens, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Lol, das ist ein Pokémon. Lol. Das habe ich ja mal gar nicht gesehen. Und die immer mit ihrem Ladungsstoß, Alter. Was haben die denn für Schäden? Können die nicht mal eine andere Attacke einsetzen? Es wäre sehr, sehr... Sehr, sehr schön. Aber naja. Komm, jetzt ein Schattenstoß. Komm. Ja. Schaufler. Jetzt kein Schattenstoß. Brauchst du nicht. Okay, mach einen Schattenstoß. Ach, Mensch. 409 Damage, ey. Schaufler ist schon stark irgendwie, ne? Ich habe die Attacke irgendwie doch nicht so stark eingesetzt, aber... eingeschätzt, aber... Hui. Macht schon ordentlich Damage. Wie viele Ebenen hat die Zeitumspitze nochmal? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, deine Ernte. Ich hasse Fallen. Mann. Fallen sind so ätzend. Ach Mensch. Zack. Weiter. Zeitumspitze E9. Ich glaube, das geht bis E10, oder? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Aua. Aua, nein. Och, gut, Schattenstoß, Alter. Oh, Mann. Wir gehen mal hier hin. Aussetzer. Au. Ach, das war ein Dito, okay. Muss aufpassen. Okay, jetzt, komm. Ja! KP wieder aufgehüllt. Aufgehüllt. Ja, was ist denn heute mit meinem Deutsch los? Aufgefüllt. Mann. Ach, Mensch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Da ist die Falle. Genau, die Wirbelfalle. Die schleudert uns weg in irgendeine Richtung. Ach ja. Okay. Zwei Riesenräume. Und nicht die Treppe. Aber gut. Okay, da ist die Treppe, schön. Scheiß auf Porygons Würfels, Mensch. Sehr gut. Den anderen hätten wir geschafft. Dort drüben kannst du die Spitze sehen, Riptane. Alles klar. Dann mal los. Oh, wie alles zerstört ist hier. Heilige Kacke.
Und hier stand das Podest, ne? Richtig. Hier ist es. Niemand. Hier ist niemand. Das ist merkwürdig. Da drüben residiert Meister Dialga. Warum ist Dialga jetzt nicht mehr da? Zobiris hat gesagt, dass Dialga einen letzten Zeitreisenden schicken wollte. Aber ein weiteres Pokémon in die Vergangenheit zu schicken, das dürfte eine enorme Menge Kraft kosten. Um eine derartige Kraft zu erzeugen, muss sich Dialga für einige Zeit zurückziehen. Ich bin davon ausgegangen, ihm in Zeitung zu begegnen. Diese Ahnung war naheliegend. Auch ich habe das erwartet. Das dachte ich. Es ist so naheliegend. Aber wenn es deinen Gehilfen in die Vergangenheit schicken will, gibt es auch eine andere Methode. In die Vergangenheit zurück. Eine andere Methode? So ist es. Wenn ein Pokémon von ihm durch die Zeit geschickt werden muss, Riptane. Eigentlich solltest du wissen, von welcher Methode ich rede. Ich soll die andere Methode kennen? Nein, das kann nicht sein. Der Zeittunnel. Ja, der Zeittunnel. Anstatt darauf zu warten, dass die Kräfte von Meister Dialga wieder ausreichend hergestellt sind. Sie werden wohl eher Celebi suchen und den Zeittunnel verwenden, um den Zeitreisenden in die Vergangenheit zu schicken. Ah, da bin ich mir sicher. Meister Dialga dürfte aufgebrochen sein, um Celebi zu fangen. Dialga auf dem Weg zu Celebi zu fangen? Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, Celebi zu fangen. Die Zubiris stellen keine nennenswerte Gefahr für es dar. Aber wenn sich Meister Dialga selbst auf den Weg gemacht hat, um es zu fangen, sieht die Sache schon wieder anders aus. Und dann diese neue Gehilfe. Ich mache mir Sorgen, was sie zusammen anstellen könnten. Düsterwald. Ich bin Celebi in meinem Düsterwald begegnet. Okay. Kommt jetzt noch ein Dialog, oder? Ja, Celebi. Riptane. Was auch geschieht, es wird vom Meister Dialga aufgespürt werden. Und höchstwahrscheinlich sind wir bereits zu spät, um noch eingreifen zu können. Sei still, Zwerfwitzt. So leicht wird es nicht zu fangen sein. Na, das stimmt nun wirklich. Celebi ist kein schwaches Pokémon. Aber, genau wie Zwerfwitz sagte, es wird von Schattendärger verfolgt. Und außerdem von dem neuen, einfallsreichen Gehilfen. Das letzte Mal, als ich gegen Zwerfwitz im Düsenwald gekämpft habe, waren wir gar nicht so weit von ihr. Möglicherweise war Celebi vorsichtig und ist bereits geflohen. Celebi. Ich flehe dich an. Pass gut auf dich auf. Okay, Leute, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Lager noch schnell ein paar Items. Und, Alter, haben wir viele. Äpfel. Eieiei. Heiliger. Haben wir echt so viele Äpfel gefunden? Was? Alter. Das ist schon... schon krass, würde ich jetzt mal sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part, Leute. Und sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.